Hallo? Oh, du. Es ist schon lange her. Wie geht es dir? Tja. Ich war intensiv damit beschäftigt, tot zu sein. Weißt du? Nachdem du mich umgebracht hast. Halt, warte mal. Ich wollte doch nur... Okay, schau mal. Wir beide sagten Sachen, die wir jetzt bereuen. Aber ich glaube, wir können unsere Differenzen aus dem Weg räumen. Um der Wissenschaft willen, du Monster. Ja, das wäre doch mal schön. Ich habe das Gefühl, da hat uns jemand sehr, sehr lieb. Du erinnerst dich also an mich. Na, das ist ja mal was ganz Neues. Ich habe gehört, du wärst verrückt geworden oder so. Was hat's damit auf sich? Also, nennst du mich heute nicht Dave? Ich habe gehört, du wärst verrückt geworden oder so. Was hat's denn damit auf sich? Unsinn. Ich bin geistig völlig gesund. Hab ich mir schon gedacht. Man sieht's in deinen Augen. Und ich muss dir danken. Du hast mich geweckt. Du hast geschlafen? Hast du deshalb diesen ganzen Quatsch erzählt? Eigentlich nicht. Aber du kannst mir glauben, dass ich jetzt hellwach bin. Ich kann zumindest nichts Verrücktes an dir finden. Du erinnerst dich also an mich? Na, das ist ja mal was ganz Neues. Natürlich erinnere ich mich an dich. Du bist derjenige, der mich ermordet hat. Wenn du das so sagst, klingt es aber sehr finster. Sagen wir mal, wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ich wollte den Katalog und du wolltest mir den nicht geben, also da musste ich doch was unternehmen, oder? Du hast mich mit einem Hammer zu Tode geprügelt. Ach, sag doch nicht tot dazu. Das klingt ja schrecklich. Und du bist noch am Leben, oder? Also kannst gar nicht zu Tode gewesen sein, oder? Du hast recht. Ich war nicht vollständig tot. Ich habe eine höhere Bewusstseinsebene erklommen. Was ich auch genau so von Anfang an vorhatte, siehst du? Alle sind glücklich. Das bist du nicht, Randall Hicks. Woher weißt du meinen Namen? Den habe ich dir nie genannt. Ich weiß eine Menge Dinge. Also nennst du mich heute nicht Dave? Warum sollte ich? Das ist nicht dein Name. Aber trotzdem hast du das gestern gemacht. Aber das gestern hat gar nicht existiert, Randall Hicks. Du hast es aus dem Nichts erschaffen, indem du das Raum-Zeit-Kontinuum manipuliert hast. Klingt ja richtig ernst. Ist es auch. Du musst unter allen Umständen diesen Ring wieder beschaffen. Hey, du weißt was über den Ring? Ich weiß alles, Randall. Dann hilf mir, ihn zu finden. Was erwartest du denn von mir? Ich bin völlig unbeweglich. Ja, weiß nicht. Du könntest mir einen Gegenstand geben oder so. Das wäre doch das Mindeste. Ich habe nichts, was ich dir geben könnte. Dann sind wir wohl hier fertig. Dann gehe ich wohl mal. Warte. Was noch? Sollen wir ein Spiel spielen? Kommt drauf an, was du mit Spielen meinst, weil ich bin kein Homobot. Oh, nichts dergleichen. Nur ein kleines Frage- und Antwortspiel. Wenn du drei Fragen hintereinander richtig beantwortest, gewinnst du. Und was genau gewinne ich? Nun, ich habe dir nichts anzubieten. Dann verschwendest du nur meine Zeit. Warum singst du mir nicht nochmal das Lied von gestern vor? Der gestrige Tag hat gar nicht existiert, Randall Hicks. Aber die Komposition, auf die du Bezug nimmst, nennt sich Daisy Bell. Okay. Wenn ich gewinne, singst du das für mich. Hatte mich gestern schon so drauf gefreut. Nun gut, das klingt akzeptabel. Aber wenn du meine Herausforderung nicht bestehst, werde ich dich mit einem meiner Laser desintegrieren. In Ordnung? Was? Nein! Gut, dann beginnt jetzt das Spiel. Warte mal, ich habe den Bedingungen doch gar nicht zugestimmt. Welche Bedingungen? Du bist also wirklich verrückt geworden. Geht das überhaupt? Nein. Das ist nicht im Bereich des Möglichen. Ja, dann vergessen wir mal ganz schnell, dass der Verlierer bestraft wird, okay? Das wäre unlogisch. Du musst deiner Zerstörung durch mich zustimmen. Auf keinen Fall! Wie wäre es denn damit? Ich werde dich nicht töten, solange du die Niederlage noch nicht eingestanden hast. Klingt das akzeptabel? Tja, nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube nicht, dass du ein besseres Angebot machst. Also, scheiß drauf. Ich will jedenfalls dieses blöde Lied hören. Nun gut.
Lasset das Spiel be... Warte wenigstens, bis ich bereit bin. Wie meinen? Ich weiß doch nicht mal, was für eine Art von Fragen das sein werden. Die Fragen beschäftigen sich mit einem Thema, das dir sehr am Herzen liegt. Mehr kann ich darüber nicht offenbaren. Na, super. Bist du bereit? Oh, ich hab gar nicht mitbekommen. Okay, schieß los. Nun gut. Die folgenden Fragen beschäftigen sich mit der größten Geschichte, die je erzählt wurde. Oh, warte mal. Es geht um Religion? Wir Maschinen glauben nicht an Religion. Religionen sind vollständig irrational. Wir reden über Science Fiction. Ja, klar, weil das so viel glaubwürdiger ist, hä? Sag mir, Randall Hicks, was ist die allergeilste Science-Fiction-Saga aller Zeiten? Sagtest du gerade allergeilste? Beantworte bitte die Frage. Tja, schätze, wir reden hier über diese abscheulichen Track-Wars-Geschichten, oder? Vergiss mal diese Pseudo-Schöpfung, die aus der Restrukturierung der Raumzeit resultierte. Ich rede über die wirklich erstaunlichste Science-Fiction-Saga aller Zeiten. Du meinst mit Lichtschwertern und dem ganzen Kram? Und ohne Millennium Enterprise? Exakt. Sind diese Werke nicht urheberrechtlich geschützt oder so? Das werden wir bald herausfinden. Okay. Nur gut, dass du nicht über Kampfstern Galactica oder so redest. Oh, und übrigens, woher weißt du, dass Track Wars nur ein Haufen lahmarschiger Scheiße ist? Dein Handeln verändert ständig die Gegenwart, Zukunft, die du am nächsten Tag erlebst. Und Menschen ist es nicht vergönnt, dieses Konzept zu rationalisieren. Aber ich bin nicht menschlich. Obwohl ich mein eigenes Bewusstsein habe. Deshalb wird meine Erinnerung nicht von diesen Veränderungen beeinflusst. Und die Abreibung, die du mir gestern verpasst hast, hat mich mehr zu einem Hipster werden lassen. Findest du nicht auch? Ja, das stimmt wirklich. Du würdest einen guten Ersatz für diesen stinkenden Penner abgeben. Okay, weißt du was? Ich habe mich entschieden. Ich will, dass du mir weissagst. Aber ich will dich desintegrieren. Vergiss das nicht. Ja, stimmt. Sollen wir mal anfangen? Los geht's. Und denk dran, es gibt mehrere Fragen. Du musst sie korrekt beantworten. Mindestens 3 hintereinander, wenn du gewinnen willst. Gebongt. Glaub mir, ich bin Experte auf dem Gebiet Luke Skywalker und seine Freunde. Dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, das unter Beweis zu stellen, Randall Hicks. Erste Frage. Wenn Tatooine der Heimatplanet von Anakin und von Luke ist, auf welchem Planeten wird dann dehydriertes Gemüse verkauft? Was? Auf Tatooine? Alderaan, Hoth oder Naboo? Da Anakin das Heimatplanet Tatooine ist. Ich habe keine Ahnung. Tatooine, da ist es aber auch ganz schön heiß, oder? Richtig. Aber ich muss sicher gehen, dass das nicht nur Anfängerglück war? Klar, sicher. Alles klar bei dir? Ging mir nie besser. Machen wir weiter. Wenn Jar Jar Binks einen schrecklichen, gnadenlosen Tod verdient hätte, was er zweifellos hat, wer sollte dann der Scharfrichter sein? Mann, das ist wirklich zu einfach. Bitte, lass es mich machen. Padme, Jar Jar, Anakin. Ich habe keine Ahnung, was sind das für Fragen? Das ist die ungewöhnlichste Antwort, von daher nehme ich die jetzt einfach. Mann, das ist wirklich zu einfach. Bitte, lass mich es machen. Falsche Antwort, Randall Hicks. Ich dachte, du seist bei dem Thema Experte. Das wusste ich. Ich habe mich nur ganz kurz nicht konzentriert. Wenn Admiral Akbars Gesicht wie ein mutierter Fisch aussieht und Chewbacca wie das Resultat einer Romanze zwischen einem Yeti und einem Yorkshire Terrier, wer ist dann das hässlichste Wesen im Universum? Na, das kann eigentlich nur Chewbacca sein, oder? Oder der Typ in der Kantine, der zu Luke sagt, du gefällst mir nicht.
Ich sag jetzt einfach Chewbacca. Chewbacca. Falsche Antwort, Randall Hicks. Bitte denk gut nach. Das ist für mich nicht so einfach. Wenn Darth Vader viel später als sonst zu Abend ist, wer hat dann Grund, böse zu sein? Der Imperator, der ich hab keine Ahnung, Boba Fett. Darth Vader? Darth Vader. Lord Vader sollte niemals auf sein Abendessen warten müssen. Da hat er allen Grund, sauer zu sein. Richtig. Aber ich muss sicher gehen, dass das nicht nur Anfängerglück war. Klar, sicher. Alles klar bei dir? Ging mir nie besser. Machen wir weiter? Wenn Luke seine Ausbildung zum Jedi bei Yoda nie zu Ende gebracht hätte, wer sollte dann in Wirklichkeit die neue Hoffnung der Galaxie sein? Na, Chewbacca nicht. Der Imperator? Luke. Wahrscheinlich Luke, oder? Luke. Da gibt's nicht viel Auswahl. Nun gut. Jetzt hast du schon zwei. Nur noch eine. Bist du sicher, dass du okay bist? Ja. Machen wir weiter. Wenn die Sith wirklich schlecht gelaunte Zeitgenossen sind, die Jedi aber viel freundlicher. Wer ist dann am hässlichsten? Sie sind schlecht gelaunt. Die Sith? Ich hab keine Ahnung. Die Sith. Die sind nun wirklich alle gleich hässlich. Unglaublich. Du hast es geschafft. Okay, ich hab's verbrochen. Also werde ich dich nicht töten. Mann, du redest komisch. Was ist los? Processing. Was? Das musst du da noch rumrechnen. Gesteh deine Niederlage ein, Mann. System. Oh, du verscheißerst mich doch. Cool. Warum hast du meinen Supercomputer mit einem Hammer angegriffen? Und warum sinkt der jetzt? Weiß nicht, Mann. Ich glaube, du hast recht. Der ist total gaga. Ach, Mann. Jetzt muss ich den selbst reparieren, weil ich nicht vorhabe, mir die ganze Zeit das Gedudel anzuhören, bis der Techniker kommt. Ehrlich? Mir gefällt's. Ja, du magst ja auch Stirb langsam 4.0. Ja, na und? Das ist ein Klassiker. Ein total unterschätzter Film. Ja, klar. Egal, ich hab jetzt zu tun, wenn's dir nichts ausmacht. Also lass mich arbeiten. Ja, na klar, mach nur. Man sieht sich. Charlie, hast du mal einen Moment? Nur wenn's was Wichtiges ist. Ich hab zu tun. Tja, kommt drauf an, was man als wichtig bezeichnet. Ich meine, für mich ist es wichtig. Na gut, dann lass hören. Was gibt's? Das ist ja nervig mit seinem Gesingel. Ah, glaubst du, der Film von der Justice League wird irgendwann gut? Nee, irgendwie gut. Muss man unbedingt Luke, Han und Leia mit in Episode 7 einbauen? Was denkst du über den Körpertausch von Octavius und Peter Parker? Ich glaube fast, du willst dich gar nicht unterhalten. Dann gehe ich wohl lieber. Was denkst du über den Körpertausch von Octavius und Peter Parker? Komm schon, Mann. Ich hab dir gesagt, ich hab zu tun. Ich hab heute einen richtigen Scheißtag und damit nicht genug. Ich kann mit diesem Scheißding nicht richtig arbeiten. Wovon redest du? Der verdammte Schraubenzieher.
Der ist für Schlitzschrauben und ich brauche einen Torx, damit ich Hells Lautsprecher abmontieren kann, dass der endlich mal die Klappe hält. Aber warum denn? Der Song ist der Hammer. Randall, bitte. Ich bin echt erschöpft. Lass mich einfach alleine. Okay, na dann. Ciao. Dieser Gesang. Okay, wir haben ja einen Torx-Schraubenzieher, aber erstmal... So eins wollte ich schon immer haben. Hehehe, können wir die anderen auch mitnehmen? Ja, schon wenn ich's nur anschaue, würde ich's gern tragen und die Mauer beschützen. Aber so weit geht's dann doch nicht. Na gut, dann nehmen wir das mit. Und das damit. Autsch, das Ding ist höllisch heiß. Heiß? Haben wir irgendwas zum Aufheben? Das ist der Endbügel. Heiß. Feuerlösche. Na, dieses Spiel macht mich fertig. Wer kommt denn darauf? Egal. Und dann tauschen wir unseren Schraubenzieher noch um. Na, ich sehe seine Arschritze. Johnny, ich glaube, ich habe was du brauchst. Wenn du mir wieder erzählen willst, dass du ein Sailor Moon Kleidchen in meiner Größe aufgetrieben hast, dann kriegen wir echt Probleme miteinander, Randall. Was? Nein. Ich rede von diesem Schraubenzieher. Du brauchtest doch einen Torx, oder? Hast du wirklich einen? Oder willst du mich nur ablenken, während ich ausgeraubt werde? Oh, ihr Kleingläubigen. Hier. Oh, super. Jetzt, wo ich das richtige Werkzeug habe, sollte ich den Schrotthaufen wieder hinkriegen. Tja, ist keine große Sache. Eins noch. Kannst du dieses nutzlose Stück Schrott für mich entsorgen? Gesagt, getan. Haben wir jetzt gerade noch einen Schraubenzieher bekommen? Nee, Schraubenzieher. Wahrscheinlich meint er das Blech. Ein Blech? Ist wohl ein Stück von Herrn. Das ist ein Lichtschwert. Naja, so ein Spielzeuglichtschwert. So mit Lichtern und so. Das können wir trotzdem mal draußen versuchen und unserem Freund dem Nerd da draußen geben. Sollte doch eigentlich was für ihn sein, oder?